Hallöchen, hallo, ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen zur zweiten Newcomer TV-Nacht hier im wunderschönen April, das heißt eigentlich ist es schon fast Mai, an den Füßen des Taunuses hier in der Musikhalle Portstraße in Oberursel. Bei mir eine wunderbare Band, die es seit 2013 gibt, Super Use. Extrem erfolgreich im Umland und darüber hinaus und natürlich jetzt über Newcomer TV bereit, die Welt zu erobern. Hier bei mir zu Gast Chris, Stefan, Anna, Chris und der unglaubliche Hannes. Yeah, ganz neu, ja, neuer Schlagzeuger, der sieht auch noch am frischesten aus. Ja. Die Anna, stimmt. Die Anna, die geheimnisvolle Anna. wie habt ihr euch gefunden, Stefan? Ich meine, du bist Urmitglied, gell? Du bist eigentlich von Anfang an dabei. Also und wie habt ihr euch gefunden, zusammengesetzt? Warum Super Use? Was ist die Message von dieser Band? Also gefunden haben wir uns eigentlich auf eine Initiale von unserem alten Freund Herrn Göring. Der wollte eine Band aufmachen, der Herr Göring, und sagte... Wer immer dieser geheimnisvolle Fremde auch war. Wir nennen ihn nur den Göring mittlerweile. Das Lustige ist, er war der Erste, der nicht mehr dabei war. Fast ein bisschen schade, weil er hat uns so eine richtige Welt eröffnet mit neuen Songs. Also wir kannten Songs, die er angebracht hat, noch gar nicht in der Art. Und sind ihm eigentlich letzten Endes sehr dankbar, dass er uns auf so eine gewisse Art von Musik gebracht hat, mit der wir kaum Berührung hatten. Und wir haben damals gecovert, also so Britpop-Sachen, so Kasabian, auch Nine Inch Nails und ganz merkwürdiges Zeug für uns, haben wir gar nicht gekannt, uncoolerweise. Mittlerweile finden wir die Musik richtig geil und haben dann angefangen, selber Musik so in der Richtung zu schreiben. Und ja, und dann hat die Band so ein paar, sag ich mal, Personenwechsel durchgegangen. Von Grund auf dabei sind eigentlich nur noch der Schneider und ich. Der Chris und ich und haben wir jetzt den Chris Tucker seit 2-3 Jahren mit dabei. Dann kam die Anna mit dazu, zeitgleich neuer Schlagzeuger, der Johannes aus Mainz. Und ja, wir haben jetzt angefangen, unsere Computerlastigkeit hinter uns zu lassen, spielen sozusagen ohne Computer. Vorher haben wir alles mit Computer-Backing gespielt. Das macht jetzt die Anna, spielt alles live und da sind so ein paar Ketten nochmal gefallen. Also es macht jetzt tierisch Spaß momentan. Euch geht ja so ein bisschen so die Legende voraus. Also wenn man hört Super Use in the House und so, dann hört man auch gleichzeitig, naja, das sind alles so Profis aus der Profi-Cover-Szene. Wie ist das eigentlich? Weil es gibt ja so dieses eher eine Rock'n'Roll-Gesetz, also eine Band, da geht keiner fremd, da spielt keiner woanders, sondern es ist nur die Band. Ist Super Use so etwas oder könnte es werden, dass ihr komplett aufhört, andere Bands zu machen, andere Projekte und nur noch Super Use, um nur noch das zu machen? Das ist eine sehr interessante Frage, würde ich mal behaupten, weil wir natürlich, es stimmt, wir haben viel gecovert, also der Schneider und ich, wir haben viele Jahre irgendeine Covermusik gemacht. Ja, Madhouse Flowers, genau, auch andere Sachen, Soul-Bands und was weiß ich. Es ist natürlich ein anderes Gefühl, eigene Songs auf die Bretter zu bringen. Es ist ein viel härterer Weg, Leute, die das noch nie gehört haben, davon zu überzeugen, dass das, was man da macht, toll ist. Ist ein viel schwierigerer Weg, als wenn man Jump spielt und jeder kennt es, hüpft sowieso, weil er alles kennt. Ist aber viel interessanter, würde ich mal sagen, und mehr Herausforderungen drin. Ich will Covermusik überhaupt nicht verteufeln, im Gegenteil, wenn die Leute Spaß haben und die Songs kennen und abhotten, ist eine super Geschichte. Für uns ist es ein bisschen neu, eigene Sachen zu machen. Und das haben wir ein bisschen zu lange auf die Bank geschoben, finde ich eigentlich, weil jetzt der Spaß, der gerade da ist, auf diese Art und Weise, der treibt uns sehr gut voran, würde ich mal sagen, ja. Was mich ja total interessiert, hallo Chris, wir haben uns ja kennengelernt eigentlich über, weil du bist ja auch Songschreiber, schreibst eigene Sachen, bist bei Traffic Jam, mit Traffic Jam, so ein Akustikduo unterwegs, viele Jahre hast Radio Road West gemacht, bist jetzt der Frontmann oder einer der Frontmänner von der Beatles Revival Band. Was war für dich der Anlass, jetzt zu Super Use zu gehen und, sage ich jetzt mal, so ein Post-Indie-Britpop-Projekt zu frontmännen?
ich bin leider im Moment ein bisschen schockiert, weil ich höre gerade zum ersten Mal, dass die Band von Göring initiiert wurde. Und es würde ich, bevor ich jetzt hier in der Band bleibe, müssen wir darüber reden. Es gibt viele Görings. Okay, dann ist gut, okay. Nein, es geht also hier, nicht der, der andere. Okay, der eine war der Helmut Schmidt und der andere ist der andere. Der gute Göring, nicht der böse Göring. Alles klar, Nazi-Göring. Wir, wo waren wir gerade? Wir waren, was genau ist deine Motivation? Also neben deinen vielen eigenen Projekten, dich, wo du dich auch sozusagen erfahren hast als Singer, also als Songschreiber jetzt eben dieses Indie-Britpop, Post-Britpop-Projekt hier mit lauter natürlich, klar, Profimenschen an deiner Seite zu machen. Ich wollte endlich mal mit Profis spielen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ging die Sache so los, dass der Chris Schneider mich angerufen hat und gesagt hat, wir nehmen jetzt einen Song für die Eintracht auf, ob ich da mitsingen würde. Und dann habe ich gefragt, warum nicht meinen Vorgänger, und wusste nicht, dass die Band quasi sich kurzzeitig aufgelöst hatte, kam dann dazu und dann wurde mir viel Geld versprochen und dann bin ich bis heute noch dabei und warte auf die lange Bank. Ihr habt jetzt gerade ein Album frisch rausgebracht, wenn ich mich nicht irre, oder vor ein paar Monaten. Warst du da songwriterisch auch dabei oder bist du sozusagen, keine Ahnung, Schauspieler eher? Beides. Also ich war ein bisschen mit dabei, aber die meisten Songs waren sowieso schon komplett konzipiert und fast zu Ende geschrieben. Mal hier eine Strophe und da mal was rein und so weiter. Durfte ich noch ein bisschen mitmischen. Und dann im Studio haben wir auch ein bisschen rumgespielt und Sachen verändert und so weiter. Also ich durfte ein bisschen kreativ mitarbeiten. Anna, was war dann deine Motivation, hier in diese Männerdomäne einzudringen als zart behändete Keyboarderin? Alle, natürlich. Du vor allem, Chris. Ich kenne Stefan seit einer ganzen Weile und er hat immer von seiner tollen Band erzählt und meinte, komm, wir brauchen einen Keyboarder, hättest du Lust drauf? Warum nicht? Ich mache viele andere Projekte. Das ist mein erstes Keyboard-Projekt. Unbedingt. Also, macht Spaß. Ich mag die Songs. Das heißt, du bist auch als Musikerin in vielen, auch stilistisch ganz, also von Metal bis Free Jazz? Ja, nicht ganz. Also ich komme von einer anderen Schule, ich komme von der Hochschule, ich mache Filmmusik, solche Geschichten. Und du kannst Noten? Ja, die lachen mich deswegen auch schon aus. Ja, und ich spiele auch auswendig heute. Also heute zum ersten Mal bei diesem Gig auswendig. Ja, habe ich von den Noten getrennt heute. Und Hannes, wie war das bei dir? Wie bist du, wie ist die Kunde von Superjuice nach Mainz gedrungen? Ja, wir haben einen gemeinsamen Freund, den Georg, an dieser Stelle liebe Grüße. Und der hat sozusagen vermittelt, hat mir erzählt, dass die Jungs von Superjuice jemanden suchen am Schlagzeug. Da wird bald ein Posten frei. Habe ich mir die Sachen angehört, hat mir gut gefallen. Dann haben Chris Schneider und ich relativ lange telefoniert. Da war eigentlich so, der Funke sprang sofort über. Also es war eigentlich ein nettes Gespräch. Ja, und dann bin ich mal von Mainz rübergekommen zur Probe. Das war auch cool und seitdem bin ich dabei. Ja. Wenn ich mir also jetzt so deine Aura so angucke, würde ich sagen, deine Roots ist so psychedelische Musik, so vielleicht so ein bisschen intellektueller Jazz. Was treibt dich dazu? Nee, also Jazz habe ich mich auch mit probiert. Ich bin Anfang 2000 bin ich weggezogen. Ich bin eigentlich aus Wiesbaden-Mainz, bin weggezogen nach Freiburg an die Jazz- und Rockschule, habe da mich an Jazz probiert und habe gemerkt, das ist nicht meins, weil das ist nämlich verflixt schwer, das Zeug. Und dann spielt man da und keiner tanzt. Deswegen habe ich dann mir selber gesagt, Jazz ist nichts für mich. Nee, ich mag in der Tat gerne Rock, Pop und bin da relativ offen. Also ich glaube, meine Lieblingsband, so Evergreen, wäre Radiohead. Ja. Und was ja, also ich, das ist ja, wenn man so zusammen Musik macht und eigene Sachen schreibt, klar gibt es jetzt noch so einen alten Pool an Songs, der klingt noch sehr nach Superjuice vor mir, aber wenn man dann zusammenarbeitet, der ist auch mit Anna frisch und Chris auch noch relativ frisch im Boot, das wird ja dann zu einer Band und dann machst du mal ein halbes Jahr oder ein Jahr, nimmst ein Album auf und auf einmal verändert sich das ja wieder. Also, ja. Chris, letzte Frage an dich, dann habe ich sie alle durch, Wahnsinn, eine Riesenband. 2019, also wir haben praktisch die ersten Monate hinter uns. Was sind so die Themen für Superjuice 2019? Was habt ihr vor? Wohin führt euch die Tour und so weiter? Und in diesem Sinne, ja, deine Wünsche. Ja, also das Lustige ist, die letzte Platte, die du angesprochen hast, die haben wir letztes Jahr im Juli, glaube ich, rausgebracht.
Und schon an dem Tag, als sie rauskamen, hatten wir schon wieder so viele Ideen, die halbgar waren, dass wir uns mehr oder weniger sofort wieder ins Studio gemacht haben und angefangen haben, wieder Songs aufzunehmen. Jetzt natürlich in der anderen Besetzung mit den Inputs der neuen Musiker. Und das ist eigentlich das, woran wir momentan schwerpunktmäßig ein bisschen arbeiten, dass wir die nächste CD, EP, whatever, bald schon wieder rausbringen können. Ansonsten spielen wir natürlich unglaublich gerne live, keine Frage. Wir sind also immer auf der Suche nach Gelegenheiten zu spielen. Ist, wie der Stefan gesagt hat, als Band mit eigenen Songs nicht ganz einfach. Aber wir geben uns Mühe, halt hier und da mal unterzukommen, ein paar Festivals zu spielen, Clubgigs zu spielen. Und läuft bisher ganz okay. Und kann natürlich immer mehr sein. Das ist eigentlich das, was wir für 2019 auf der Fahne stehen haben. Gibt wahrscheinlich noch einen Release, den wir dieses Jahr machen werden. Sind schon relativ weit, glaube ich. Und neues Material raus, immer die Kreativität halt laufen lassen und die Sachen halt einfach rausbringen, weil es Spaß macht. Viele kennen ja diese Problematik und also unbekannte Band, keiner weiß, wer das ist und es ist schwierig, Gigs zu finden und so. Und ich habe ja vorhin eingangs von dem Interview schon gesagt, ihr seid ja alles Profi-Hasen, also lange im Business. Und das ist natürlich dann, was einige Leute da an den Bildschirmen sich vielleicht fragen, ja, was hat das denn mit Newcomer zu tun? Inwieweit seid ihr oder begreift ihr euch eigentlich auch als Super-Use, als Newcomer? Stefan hat es gesagt, weil du vorhin auch das Covern angesprochen hast. Das ist eine völlig andere Welt und ich will es auch nicht verteufeln, weil es macht doch Spaß mit Songs, die die Leute kennen, um ein großes Publikum zu rocken. Ist absolut legitim, überhaupt kein Problem damit. Nur wenn man eigene Songs versucht, auf die Bretter zu bekommen, ist es in der Tat eine völlig andere Welt. Auch die Veranstalter, die uns da teilweise seit langen Jahren kennen, die sagen nicht automatisch, weil ich dich kennen darf, du bei mir im Club spielen, sondern die Anforderung ist natürlich weiterhin die, dass jeder Veranstalter gerne wissen möchte, wir bringen Leute dahin, die Leute haben Spaß und wollen tanzen und zahlen Eintritt natürlich für die Veranstaltung und so weiter. Insofern, wir haben den Status eines Newcomers, der halt versucht, sich in einem neuen Feld eigene Songs halt auf die Planken zu bringen, noch nicht überschritten, sondern sind eigentlich noch für viele Leute eine neue Band, deswegen uns als Newcomer, als Band, als Newcomer zu sehen, ist nicht falsch. Wir werden den Status vielleicht auch nicht so schnell ablegen, aber tun alles Mögliche dafür, dass wir halt ein bisschen Gehör finden in der Öffentlichkeit und jeder Gig hilft. Fernsehen ist ja auch nicht jeden Tag da und habt ihr für den heutigen Abend, für die zweite Newcomer-TV-Nacht hier in der Musikhalle Portstraße irgendwie ein besonderes Programm, was weiß ich, irgendwelche Go-Go-Girls am Start oder Leute, die mit Harley Davidson über die Bühne fahren, also ist da was Spezielles zu erwarten, Stefan? Also es ist ja schon sehr speziell, dass die Anna und der Johannes dabei sind und die sehen super aus und genau. Die Anna ist die einzige Frau heute Abend auf der Bühne, haben wir festgestellt. Ach, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht woran das liegt. Also sie versteht nicht, warum so wenige Frauen Musik machen, wollte sie sagen. Aber die beiden sehen so top aus und deswegen haben wir haben die Mannschaft verjüngt. Wir versuchen damit sozusagen aufzusteigen in die erste Liga, wie die Eintracht es ja vormacht, mit wenig Etat, Maximum was rausholen. Und unter dem Motto spielen wir heute. Ja, ihr Menschen da draußen, wir haben sie für euch hier in die Musikhalle Portstraße auf die Bühne gekarrt. Wir sind besonders stolz, dass sie heute Abend hier für uns, für euch performen. Viel Spaß mit Super Use und danke, dass ihr da wart. Vielen Dank und viel Spaß auf der Bühne.